dem zu tun, was gleich bei uns kommt, hören Sie mal hier. Man wippt automatisch mit, da kannst du gar nichts gegen machen. Sie haben es leider nicht gesehen, aber die Gäste, die jetzt bei uns auf dem Sofa sitzen, nehmen sofort Haltung an. Speziell der junge Herr. Wir begrüßen ganz herzlich die Hauptdarsteller des Rocky Musicals in Hamburg, Wietzke van Tongeren und Drew Sarich. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Und bei dem Lied natürlich machst du sofort... Geht der Kopf runter, die Fäuste gehen hoch. Die Deckung. Ja. Aber du, träumt man davon schon irgendwie so von diesem Lied? Oder wie ist es, das? Es verfolgt einem. Schon. Also man hört das Lied, man will sofort weg, also loslaufen. Die Nummer ist toll. Die Nummer ist toll. Und die Nummer kommt so oft in der Show vor, dass man immer wieder, es ist wie eine Wolke. Da ist es wieder. Und obwohl das Musical erst so kurz läuft, nämlich seit Mitte November, habt ihr schon fast 100 Vorstellungen absolviert. Und Wietzke, ich stelle mir das so anstrengend vor, ihr macht 8 Vorstellungen in 6 Tagen jede Woche. Wie verkraften Sie denn diesen Stress? Es geht einigermaßen, aber ja, Montag ist unser freier Tag, also da versucht man ein bisschen runterzuschalten und Kraft nachzuholen, aber... ich muss ehrlich gestehen, dass die Jungs es viel schwerer haben als ich. Also wenn meine Stimme funktioniert und ich bin einigermaßen fit, ist es für mich super. Aber die Männer bei uns ja, haben da noch eine ganz große körperliche Leistung. Wir versuchen so viel wie möglich zu essen. Ja, und rechtzeitig ins Bett zu gehen. Ach, genau, also ein sehr solides Leben, also hat wirklich, man dann. Ne? Also, man glaubt nicht, was für ein monastisches Leben das ist, also das Leben eines Boxers. Ja, und was Drew, die Kollegen und natürlich auch Wietzke da so leisten, wir nehmen sie jetzt mal mit zu einem der erfolgreichsten Musicals Hamburgs. Sie begeistern seit November das norddeutsche Publikum. Jeder wollte dabei sein. Sie haben es geschafft. Der US-Amerikaner Drew Sarich ist Rocky. Ein Verlierer, der seine letzte große Chance bekommt und durchs Boxen wieder Sinn im Leben findet. Wietzke van Tongeren spielt seine große Liebe in einer Geschichte, die das Kino schrieb. Rocky, fight from the heart. Es ist Stallone. Es ist verdammt nochmal Stallone. Es gibt keine andere, der diese Rolle gespielt hat. Also ich glaube, Rocky gehört zu den großen, zu den größten Herausforderungen meiner Karriere. Aus Sportmuffel Drew muss auf der Bühne Superboxer Rocky werden. Training mit prominenter Unterstützung. Gut, ich muss den auch ein bisschen provozieren und motivieren. Und ich habe gesagt, du Sack, also schlag zu, du triffst mich nicht und so weiter. Und auch Spaß natürlich. Und dann hat er voll Gas gegeben und gesagt, okay, ich bitte dir 100 Euro, wenn du triffst. Ich habe ihn nicht einmal getroffen. Der war kurz davor. Also ich bin sehr sparsam natürlich. Aber es geht nicht nur um den Sieg. Rocky kämpft auch für die Liebe und seine Adrian. Ich glaube wirklich, dass der Drew sehr geeignet ist für diese Rolle, weil er erstmal singt er wie ein Gott, wirklich. Und für uns Frauen ist es auch schön, wenn ein Mann sehr schön singt. Das ist auch mal ein extra Genuss. Und zweitens, wenn du Fotos anschaust von Sylvester Stallone und von Drew, dann siehst du beide diesen ja, Hundeblick in den Augen. Die sind so ein treuer Blick. Abgeguckt hat er sich den vom echten Rocky und gleich einen Ratschlag mitbekommen. Rocky can't box. Der hat keine Ahnung vom Boxen. Das ist ein Schläger, der durch Glücksfall da reinfällt. Also ich will, dass du mit der Nase führst und 5 Schläge abbekommst für jeden, den du triffst. Das monatelange Training hat sich gelohnt. Atemberaubende Kulisse. Ein Endkampf, der mitten im Publikum stattfindet. So nah, dass die Zuschauer Rockys Schweiß und seinen Schmerz fast selber spüren können. Tempo, Action, Spannung und vor allem eins, viel Gefühl. Es ist schon seltsam, im Publikum zu sitzen und meine eigenen Gedanken, die ich damals hatte, so zu sehen. Besser, als ich mir jemals vorgestellt hatte. Ihr habt mich zum Weinen und zum Lachen gebracht, einfach glücklich gemacht, dass ich geboren bin. Ein Ritterschlag für Wietzke van Tongeren und Drew Sarich. Jetzt bei uns auf dem Main-Nachmittagssofa.
Drew, was war denn das für ein Moment, als Sylvester Stallone dieses große Lob ausgesprochen hat? Das ist doch wie ein Ritterschlag. Das ist schon ein irres Gefühl. Es reicht, dass jemand sagt, es hat mich nicht persönlich beleidigt. Und dass er mir einige Freiheiten gegeben hat. Er sagt, du musst deinen Weg finden. Und es geht nicht um einen Top-Athleten. Es geht um einen Typen, der seinen Weg gerade sucht. Und es ist eine Liebesgeschichte. Es ist keine Boxergeschichte. Das ist Hintergrund. Und Wietzke, hatten Sie auch mit Sylvester Stallone zu tun? Oder Drew mehr, weil er mit ihm ja auch noch ein bisschen trainiert hat? Wir haben beide einen Teil vom Tag mit ihm verbracht, als viel Presse umherum war. Und am Anfang hatte ich sehr viel Respekt und dachte ich, oh Gott. Aber er war so entspannt und so locker. Und dann irgendwann, ja, ist man auch mal sich selbst irgendwie. Und er hat so viele Scherze gemacht und uns auch Sachen erzählt von seinen Ideen, wie er damals den Film geschrieben hat. Und es hat mich sicher sehr beeindruckt, ja. Als es dann jetzt irgendwann feststand, gesagt hat, okay, Wietzke, du spielst die Adrian, Drew, du bist der Rocky. Ist man dann nochmal los und hat sich nochmal alle Filme dann da irgendwie ausgeliehen und die angeguckt? Wie oft habt ihr die Rocky-Filme geschaut? Ich habe Teil 1, glaube ich, während der Auditions mal gesehen, weil es so lange her war, dass ich den Film gesehen habe. Und dann versucht man so schnell wie möglich alles dann wieder zu vergessen. Man sagt, okay, so ist die Vorlage, jetzt muss ich mich damit beschäftigen, meinen eigenen Rocky dann zu entwickeln. Und Wietzke, wie war das bei dir? Ich habe den Film vorher nicht gesehen. Ich hatte den mal gesehen, als ich 16 oder irgendwas war. Ich fand es immer ein Jungsfilm. Und bei der Audition war das dann auch, dass der Regisseur gesagt, du hast ja eine ganz bezaubernde Farbe irgendwie, aber noch nicht ganz passend für die Rolle. Also ich habe danach mal gedacht, ich soll mir das noch mal anschauen. Und ich glaube, ich habe den ersten Film ein paar Mal gesehen, aber weiter habe ich mich da noch nicht so... Ist Teil 1 ist für mich. Das heißt erstmal. Und darum geht es ja in dem Musical. Ja, genau. Es ist Teil 1. Nun kannten Sie beide sich ja schon vorher vor den Rollen in Rocky, weil Sie ja schon unter anderem in Wien zusammen Musical gemacht haben. War das bei dieser großen Intimität, die Sie ja spielen, ein Vorteil? Oder ist es eher komisch, wenn man sich so gut kennt, dann dieses Liebespaar zu spielen? Ich glaube, es ist immer ein Vorteil, dass man seinen Partner schon kennt. Also es gibt immer wieder diese Verhemmungen, wenn jemand jemanden nicht kennt. Ja. Okay, wie gehe ich ran und wie spiele ich und ist das für dich okay? Es ist jetzt mittlerweile, geh mal spielen. Ja. Also, geh mal spielen und es wird sich regeln. Biet mir was an. Und ja, nee, ich war auch froh. Es ist schön, wenn du auf alle Fälle jemanden schon mal kennst. Wenn du da zwei Lippen sich berühren, ist es schon angenehm, wenn man irgendwie weiß, ah ja, wir waren eh schon auf dem Bier zusammen. Also das ist alles irgendwie, es ist entspannter. Und das war für mich sehr angenehm. Hm? Ja. Wenn man sich so aufeinander verlassen kann, kann man wahrscheinlich auch ein bisschen variieren zwischendurch und ja, weiß, was der andere macht. Oder wie? Oder ist es stellt ihr jeden Tag genau die gleiche Show her? Unser Job heißt spielen. Also ich verstehe nicht, wie ein Theatermensch von seinem Job reden kann und sagen, ja, ich muss arbeiten gehen. Wir spielen. Und ich erwarte, wenn ich in eine Szene reingehe, dass es gespielt wird und dass es so frisch wie möglich gehalten wird. Mhm. Wir kennen den Rahmen, ja, aber da hat man schon ein bisschen Platz und Raum. Ein bisschen können Sie sich da noch austoben und vor allen Dingen auf dieser Bühne austoben. Denn wir haben das eben in dem Film gesehen, dieses Imposante ist ja, glaube ich, der Ring, der nachher mitten in den Zuschauern sich befindet und sich auch dreht. Wie schwer ist es denn, da zu spielen, während man da oben irgendwie steht und kämpft und unten dreht sich der Boden? Es hat gedauert. Also bis man weiß, okay, wo gucke ich? Wo ist der Apollo überhaupt? Man darf auch nicht drüber nachdenken, weil der wiegt so viel. Der hängt die halbe Show über unsere Köpfe. Also da will ich nicht drüber nachdenken. Aber das ist auch teilweise also, der Trick. Also einfach nicht groß darüber nachdenken, einfach Kopf runter und durch. Kopf runter und durch. Apropos durch. Es ist glaube ich, schon das ein oder andere Mal passiert. Ne? Es kommen da die Schläge, die dann da oben im Kampf passieren. Die kommen richtig durch, oder, Drew? Ja, wir haben Tage damit verbracht, wie man einen Schlag wegsteckt, wie man einen Schlag nimmt, wie man es gibt. Und Terence, also mein Apollo, stand mir gegenüber und wir haben da so, bang, nee, da kannst du ein bisschen mehr geben, bang, bisschen mehr, bang, zu viel. Und man gewöhnt sich dran.
und man weiß, welche Stellen unempfindlich sind, welche Stellen empfindlich sind. Und wir kommen jeden Tag von der Bühne weg und Leute kommen und sagen, boah, war das brutal. Wissen wir nicht mehr. Abgehärtet. Witzke, Sie müssen ja zum Glück nicht boxen, aber Sie machen ja beim Boxtraining mit hinter den Kulissen. Warum denn das? Weil ich es so cool fand. Der Trainer von Hancock, Olaf Jensen. Olaf Jessen. Der hat bei uns einen Workshop gegeben und das hat mich so fasziniert, weil die Jungs waren nachher platt und die waren so müde. Aber es hat auch so einen Adrenalinschub gegeben, dass ich dachte, wenn die Jungs das jeden Tag machen, dann will ich wissen, was es ist und ob es mir auch gefällt. Und es gefällt mir sehr gut. Und zweimal der Woche. Jetzt mittlerweile sind die Mädels zehnmal härter als wir. Ja, wir sind da wirklich, wir machen das in der Früh, also man ist auch wirklich wach dann und man hat die richtige Energie für den Tag. Ja, also ich bewundere die Jungs wirklich sehr und ich freue mich, dass ich da ein bisschen mitschnuppern kann. Nun hat vielleicht Drew das ein oder andere Mal vor der Show den Gedanken, oh wei, kriege ich heute wieder so ordentlich einen auf die Nase. Haben Sie auch so einen Angstmoment in der Show? Einen besonderen Moment, wo Sie ganz besonders gut sein müssen? Nicht unbedingt körperlich, aber emotional, weil die Rolle am Anfang natürlich sehr verschlossen ist. Und im zweiten Akt hat sie einen großen Ausbruch zu ihrem Bruder, wobei sie endlich mal sagt, mir reicht es, jetzt ist es mein Leben. Und das ist gesanglich eine Herausforderung und auch emotional eine Herausforderung. Und da sucht man jeden Tag die Grenze und manchmal geht man drüber und denkt man, Und das ist für mich immer ein spannender Moment. Ja. Wir haben schon gesehen, wie hart denn da auch trainiert wird, damit man natürlich die Rolle eines Boxers da auch gut verkörpern und gut darstellen kann. In dem Film gab es so einen kleinen Ausschnitt, Drew. Da hatten wir ein Glas und schön die rohen Eier. Müssen Sie die wirklich in jeder Vorstellung, gibt es diesen Eier Drink werden wirklich? Geschluckt. Eier werden geschluckt. Wie kriegen Sie die denn runter? Man gewöhnt sich dran, muss ich ehrlich sagen. Aber begeistert klingen Sie jetzt nicht. Das sind ganz leckere Eier. Ich weiß, als ich den Job bekam, sagte ich, okay, irgendwann bin ich dran damit. Und das erste Mal war bei diesem Trailer-Dreh. Und der Requisiteur kam zu mir und sagte, jetzt geht's los. Ping, 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 ping. Und ich sagte, ich gebe euch einen Shot, wo ich das schlucke. Und in der Sekunde, wo ich das gemacht habe, sagt, so schlimm ist es ja auch nicht. Also es ist halt ein sehr weich gekochtes Ei. und solange man, also der Trick ist, das Eigelb so schnell im Mund zu bekommen und so schnell platt zu drücken wie möglich, weil das ist das, was schmeckt. Okay. Seien Sie froh, Sie müssen es nicht, ne? Ja, wirklich nicht, danke. Aber ich würde mich freuen auf Entenbrust. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen rohe Eier oder Entenbrust, würde ich wahrscheinlich die Entenbrust Vielleicht dann bleiben nehmen. Sie noch da und können nachher noch mal von der Entenbrust kosten, unser Zuschauer heute kocht. Ich brauche mein Protein. Noch kurz zum Schluss, Sie sind jetzt für das Musical nach Hamburg gekommen. Sind Sie hier schon ganz angekommen, Witzke? Sie wohnen ja in Altona, wie gefällt es Ihnen da? Sehr gut. Ja, ich mag die Stadt überhaupt sehr gerne. Ich finde die Leute sehr nett. Es hat viel Wasser, erinnert mich ein bisschen an Holland. Und es gibt in Altona auch ganz schöne Ecken und auch außerhalb von Altona. Also ich fühle mich sehr wohl hier. Und du, Sie pendeln ja nach Wien, wo Ihre Familie lebt. Genau. Aber haben Sie trotzdem schon ein festes Standbein hier in Hamburg und denken sich, hier geht es gut? Oder? Ich wohne hier in St. Pauli, ja. So quasi gegenüber vom Theater. Und ich fange jetzt langsam an, die Stadt zu entdecken. Also nach so eine Probezeit, wo man zwischen Training, Boxtraining, Probe, Previews, Show, irgendwann kriegt man aus seinem Loch, ich will die Stadt kennenlernen. Und das lohnt sich in Hamburg, das müssen Sie machen. Natürlich, es ist unbedingt wunderschön hier. Ja. Und es ist interessant. Ich werde immer auf der Straße geduzt. Und das finde ich spannend, erfrischend, dass es irgendwie so familiär ist. Das ist halt amerikanisch irgendwie, ne? Dass man nicht mit Sie und Du hantiert. Ja. Dann machen wir das jetzt mal ganz kurz. Wärt ihr so nett und würdet bitte heute unsere Quizfrage vorlesen, denn da sind wir jetzt. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Rocky Musical zu tun. Also, wie lautet Rockys Kampfname? Ist es A, der französische Ochse? Oder B, englische Bulle? C, italienischer Hengst? Oder D, der spanische Stier. Keine Ahnung. Das habt ihr super gemacht. Nach 100 Vorstellungen weiß ich immer noch nicht. Wir bedanken uns bei Witzke von Tongeren und Drew Saric, nehmen die Karte direkt wieder, wünsche euch für heute Abend die Vorstellung ganz viel Glück, toi toi toi, und haben noch eine kleine Bitte an euch, bevor ihr gehen dürft. Genau, denn ihr habt ja so ein richtiges Rocky Musical Fan-Package mitgebracht und habt gesagt, das könnt ihr heute mitverlosen.
Jetzt bin ich beim Du. Gut. Ja, ja, okay. Ja, gerne. Wunderbar. Wärt ihr so nett und würdet das bitte noch signieren? Ja, gerne. Klasse. Und dann sagen wir nochmal toll, 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 verdammt. Danke, dass ihr da wart. Bitte Dankeschön. Sehr. War toll. Vielen Dank. So, und wenn Sie mitspielen möchten, wenn Sie vielleicht eine grobe Ahnung haben, dieser Boxer, der hatte das, ich weiß gar nicht, hatte der italienische Wurzeln, französische. Rufen Sie an, spielen Sie mit 01375 95 4000, und es geht um unser Mein Nachmittag Genießerpaket, das da auf Sie wartet, und das besteht natürlich wie immer aus einem schönen Köfferchen, wollte ich schon sagen, einer Kiste mit Wein, mit Pasta, mit Gewürzen. Unsere Kochschürze ist dabei, unsere Mein Nachmittags Kaffeebecher und natürlich das Rocky Musical Fan Package. Also, wir drücken Ihnen die Daumen, spielen Sie mit.